Matthias Flückiger, Rang 10 hier im Short Track. Eine unglaubliche Stimmung hier bei diesem Short Track mit enorm vielen Leuten. Ja, ist cool. Finde ich super. Es kommt schon fast so ein bisschen wieder WM-Stimmung auf von letztes Jahr. Rang 10, wie bist du mit dem Rennverlauf von diesem Short Track zufrieden? Ja, es ist, wie gesagt, die zweite Linie, die es heute für einen Sonntag gegeben hat. Es ist nicht irgendwie perfekt, aber es ist okay. Ich sage es fast jedes Mal, ich konzentriere halt mehr auf den Sonntag. Vielleicht ist es das. Ich bin nicht so wahnsinnig fokussiert. Klar, ich bin schon fokussiert, aber nicht ganz gleich wie für den Sonntag. Und mir ist der Sonntag immer noch wichtiger. Es ist halt schade, ich verliere jedes Mal Punkte im Gesamtklassement. Im Vergleich zu den anderen, die vorne mitmischen, also Nino, Mathieu und Henrike. Und sie mischen auch vorne mit. Und ich bin einer von diesen Top 4, der halt nicht ganz vorne mitmischt. Aber ja, schlussendlich ist es so. Wir sind die einzelnen Tagesrennen wichtiger als schlussendlich das Gesamtklassement. Könntest du mehr pushen im Short Track und weiter vorne mitfahren? Hast du aber Angst, dass du dann vielleicht zu viel Power verlierst? Oder geht es vielleicht auch gar nicht? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht geht es gar nicht, aber ich glaube schon, dass ich halt rendimentale Vorbereitung und so ist halt schon nicht ganz gleich wie für einen Sonntag. Und ich glaube, wenn du dich wirklich voll konzentrierst für einen Freitag schon und dann zwei Tage später nochmal und ein Wochenende später ist nochmal das gleiche Spiel, glaube ich, geht schon etwas verloren. Aber andere können es auch, aber vielleicht haben sie halt ein bisschen bessere Voraussetzungen, was ja, Kraft anbelangt. Und mir liegt vielleicht nachher am Sonntag das Ganze besser. Dann freuen wir uns auf ein tolles Rennen am Sonntag mit wieder einer tollen Stimmung. Ja, ich hoffe auch. Ja. Also die Stimmung denke ich schon, dass die toll wird. Das tolle Rennen von mir weiss ich jetzt noch nicht, aber ich bin echt zuversichtlich.